Also sag schon, er war das, ne? Weißt du, was ich mit dem machen werde? Was hast du getan? Ich wollte das nicht. Okay, danke. Ist das alles okay? Gut, dann hast du ein bisschen Geld für Kippen vielleicht. Sorry. Fünfe? Auch nicht. Was ist los mit dir, ey? Seit Freitag pennst du bei mir, essen, trinken, alles auf meinen Nacken und nicht mehr ein bisschen Geld für Kippen, oder was? Nö, hab ich nicht. Junge, kriegst du das in deinen Kopf oder so? Ey, abgesehen davon, keine Geberei, kein Blowy, nix. Ist das gerade dein Scheiß ernst? Ja, was denkst du? Wie, was denk ich? Ich denke, du wärst ein guter Freund. Was soll die Scheiße jetzt? Stimmt, aber abgesehen davon, du f*** deine Zeit für nada, weißt du was? Hör da rein, ey. Ist das... Lässt du mich jetzt hier alleine? Es war so klar, dass du so bist. Weißt du das? Ey, alles sind gleich. Nee, Maike, warte mal eben ganz kurz, bitte. Was? Mann, ich hab dich gesucht das Wochenende über. Ich wollte wissen, ob es dir gut geht. Wir haben nach dem Loft nicht mehr miteinander gesprochen und ich weiß, du bist nicht zu Hause und ich wollte einfach wissen, ob du irgendwo unterkommst und ob alles klar ist bei dir. Ja, ich war bei einem Kollegen. Alles gut soweit bei mir. Mir geht's gut, Maike. Und du bist immer noch bei dem Kollegen, oder? Hi, da meine bist Bitte. Du ja. Mama, hallo. Mama, was Hi. Ist das? Ach, alles gut. Sag mir sofort, was ich bin doch nur die Treppen gestürzt. Alles halb Versteckst so du das vor nein, mir? Nein, alles gut, Mäuschen. Wir müssen einen Arzt rufen. Nein, ist alles gut, wirklich, Mäuschen. Ich brauche für dich. Kommst du bitte wieder? Ich komm nicht nach Hause, wenn Ronny da ist. Er ist weg. Er kommt auch nicht mehr wieder, versprochen. Ja? Komm bitte mal raus. Alles gut. Ist alles halb so wild, wirklich. Er war ja, das. Nein, alles gut. Komm nach Hause. Ja, ich komm mit. Ich komm mit. Oh Gott, das ist lieb. Du auch? Komm mit. Ja. Alles gut. Sicher, dass wir keinen Arzt haben. Alles gut, nein, alles super. Danke. Das ist... Komm, hältst du die Jacke aus. Maike, ich würde ja sagen, so fühl dich wohl, aber hier wirst du dich garantiert nicht wohl. Alles gut. Sag ich jetzt schon mal. Passt schon, ich habe schon andere Wohnungen gesehen. Komm, wenn's uns. Komm. Willkommen. Für dich Wasser auf jeden Fall. Oder auch nicht, Alter. Wein und Bier und nur Ketchup? Mama, wann hast du das letzte Mal gegessen? Ich weiß nicht. Gestern? Das war so klar. Warum geht Ronny nicht einkaufen? Hm? Pass auf, wie wär's denn, wenn ich einkaufen gehe? Nein, ich habe jetzt gerade Zeit und ich kann es euch ja nur anbieten, also ist kein Thema. Danke, aber wäre nicht nötig. Das passt schon. Gib mir vielleicht einen Schlüssel mit, dann brauche ich gleich nicht klingeln, dann besorge ich ein bisschen was zu essen. Danke. Alles gut. Bis gleich. Das hätte nicht ihre Aufgabe sein sollen, das weißt du. Und jetzt mal zu deinem Gesicht. Du bist niemals, niemals die Treppen runtergefallen. Guck dir mal dieses Gesicht an, das kann nur Ronny gewesen sein. Und das ist nicht das erste Mal. Also sag schon, er war das, ne? Das ist nur ein blödes Missverständnis, Mäuschen. Mach dir doch nicht selber was der vor. Der meint das nicht so. Nein, der meint das nie so. Alter, ich werd ihn verprügeln. Was erlaubt er sich? Er kommt hier hin, er ist von unserem Kühlschrank, er schläft auf unserem Sofa. Flipp doch nicht so aus, Mensch. Schließlich habe ich das Ganze doch provoziert. Ich bin immerhin ein bisschen selber schuld an der Sache. Warum? Warum nimmst du ihn jetzt auch noch in Schutz? Weißt du, was ich mit dem machen werde? Komm, lass das sein. Das bringt doch noch mehr Ärger. Bleib bitte hier. Ich bleib hier, okay? Aber nur, wenn dieser nicht... Ich will gar nicht, dass er hier auftaucht. Ja, ist gut. Okay, bleib bitte. Er ist weg, es hat sich erledigt und komm, zieh deine Jacke aus. Ich bin doch so froh, dass du wieder da bist. Komm. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich tun soll, Mann. Hier bleiben will ich nicht, aber meine Mutter alleine lassen, das will ich auch nicht. Und wenn ich mich hier so umsehe, Mann, die braucht mich doch. Hey, hi. Wie geht's deiner Mama? Die... Ist alles okay. Ich habe sie jetzt zum Schlafen geht, also von daher. Okay. Ich habe was geholt, wo ich dachte, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, das im Haus zu haben. Ja, was teuer. Nee, alles gut. Ey, kannst du mir mal sagen, was los ist? Samantha, was hast du für... Nee, es ist nichts. Okay, wenn du die Sachen so rumschmeißt, was ist los? Mann, es war Ronny! Ich wusste es! Die ganze Zeit schon, Mann! Der verprügelt meine Mutter, okay?
Der weiß gar nicht, wozu ich entstanden bin. Ich werde ihn genauso verprügeln. Beruhig dich mal bitte ganz kurz. Was war's denn, meine Mutter? Du machst einen Scheißdreck. Hey, hör mir mal eben ganz kurz zu. Wenn er so gewalttätig ist, dann wirst du einen Teufel tun und auf ihn losgehen. Lass uns die Polizei einschalten und die wird das klären und damit ist das auch in Ordnung, okay? Hey, was für Polizei? Ich bin doch kein Opfer. Nur Opfer gehen zu Pullen. Und die werden doch eh nichts machen. Also von daher, ich werde das regeln. Nein, das machst du nicht. Wenn du irgendeinen unüberlegten Scheiß machst, dann reitest du dich nur noch mehr rein. Also denk bitte noch mal drüber nach. Oh, Maike, ich will nichts mehr von Polizei oder einem anderen Schwachsinn hören. Guck mal, danke für den Einkauf. Danke, wirklich so, aber ich würde jetzt gerne alleine mit meiner Mom sein. Das ist jetzt das Beste. Bist du sicher? Ja, ich würde dich bitten, uns allein zu lassen. Danke nochmal wirklich, aber ab nun komme ich echt alleine klar. Okay. Aber wenn irgendwas ist oder sowas, melde dich bitte bei mir, ja? Ja. Also, ich komme wieder, wenn du mich brauchst. Okay. Ja? Ich krieg das alleine hin. Alles gut. Sicher? Ja. Ciao, Maike. Ciao. Hi, Fiona. Du musst mir einen Gefallen tun. Ich fass es nicht, ey. Was er mit dir angetan hat, Mann. Hi. 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 Habt ihr gesehen? Ernsthaft? Ja, ich meine, ist es ihr Ernst, dass sie sich immer noch von diesem Arschloch verprügeln lassen lässt? Leute, ich hasse diesen Typen, ey. Nein! Ja. Leg auf! Kannst die abholen. Bis gleich. Was bis gleich? Der braucht gar nicht auftauchen. Der holt doch nur seine Sachen ab, okay? Für was denn? Ey, du willst noch mehr blaue Flecken, oder? Guck mal, wenn er hier ist, sorry, aber ich kann echt für nichts garantieren. Ich werde ihn fertig machen. Jetzt halt doch mal deine Füße still. Ich brauche was für die Nerven. Alter, ey, die meint das doch nicht ernst, ne? Egal, was ist, ich bleib auf jeden Fall hier, versprochen. Du, Mama, guck mich nicht so an, ich würde echt gerne hier bleiben. Aber ich habe noch Sozialstunden. Scheiße. Aber wenn irgendwas ist, sagt ihr mir sofort Bescheid und ruft mich an, okay? Ja, machen wir. Und mach keine Dummheiten, okay? Alles gut. Manchmal verstehe ich meine Mutter nicht. Wie kann man so dumm sein und den Typen überhaupt noch mal hier reinlassen? Wenn er irgendeine Scheiße abziehen will, ne, dann raste ich aus. Der ist da. Hi, komm rein. Danke, dass das so schnell geklappt hat, dass ich Sachen abholen kann. Und was ich dir noch sagen wollte, es tut mir wirklich leid, was da letzte Woche passiert ist. Ich weiß. War nicht in Ordnung. Ja, ich hätte dich auch nicht so provozieren dürfen. Ne? Ich weiß, deine Lage ist zurzeit nicht so toll. Du hast keine Arbeit, du hast kein Geld. Und da bin ich auch noch zu blöd, dir vernünftig Nudeln zu kochen. Ja, ne? Du hattest Hunger, du hast was gereizt. Es tut mir wirklich leid. Ja, so. Okay. Ich glaube das nicht. Wie peinlich, dass du meine Mutter wegen ein paar Nudeln kochst. Pass mal auf, du kleine Bein, ich da raus! Ja, wirklich. Oh, gut, Samantha. Geht's du willst schuld, jetzt hat jetzt seine Sachen und dann ist er auch schon weg. Aber was wischt dich diese Rotzdürre ständig ein, ey? Was entschuldigst du denn? Kein eigenes Leben oder was? Du hast doch anscheinend kein Leben. Du warst doch weg, warum bist du überhaupt wieder hier? Hey, wir sollten lieber unten warten, bis er kein Glück ist. Was? Auf gar keinen Fall. Ich will dir ein Auge haben, ja? Pack deine Sachen fertig. Halt dich aus dem Leben deiner Mutter und mir raus. Verdammt nochmal. Dieses Arschloch kann froh sein, dass meine Mutter mich soeben zurückgehalten hat. Wenn er noch irgendwas sagt, dann mache ich ihn fertig. Hey! Hey, was willst du denn hier? Ich suche Samantha. Ah, sorry. Alles gut. Ich dachte, vielleicht ist Samantha hier. Ich erreiche sie nicht. Ich war bei ihr zu Hause, da macht keiner auf und ans Telefon geht sie nicht. Sie drückt mich weg. Was ist da los? Ich habe das Gefühl, irgendwas ist nicht cool. Samantha geht's gut, die braucht keine Aufpasserin, die kommt gut alleine klar. Aber wenn du es genauer wissen willst, ich war vorhin da, ist alles in Ordnung. Ich muss aber noch ein paar Sachen erledigen. Aber wenn irgendwas ist, dann hat sie gesagt, sie ruft mich an und hat sie nicht. Also wird sie mit Ronny und ihrer Mutter alleine klarkommen.
Ronny, der Typ von Jacqueline ist wieder da, oder? Ja. Warte mal, wie will die denn mit dem alleine klarkommen? Der Typ ist gewalttätig, der hat sie zugerichtet. Ich habe gesehen, wie Samantha aussah und ich habe ihre Mutter auch gesehen, wie die aussah. Ja, Samantha ist gut abgesichert. Diesmal wird sie sich wehren können. Wir haben ihr ein gutes Messer besorgt. Die wedelt zweimal damit und der Typ ist weg. Hast du eine Kippe? Nein, habe ich nicht. Ja, dann war's das. Ja. Samantha, bitte, bitte, bitte ruf mich an. Pass auf, ich suche dich die ganze Zeit überall. Ich möchte nicht, dass du irgendeinen unüberlegten Scheiß machst, ja? Bitte warte mit allem, was du vorhast. Ruf mich an und wir regeln das. Wir kriegen das alles hin. Aber mach nichts Unüberlegtes. Fuck! Als ob du dein Bier nicht draußen saufen kannst. Ich trink mein Bier da, wo ich will und nicht, wo du das willst. Mach den Kopf zu! Was wird das? Ja, was wird das? Das ist ein Kühlschrank. Da das ist dran. Unser Kühlschrank. Ja, schön. Und trotzdem muss ich mal was zu essen daraus. Den restlichen Curry-Ketchup kriegst du nicht mal. Mann, Mädchen, mach dich vom Acker. Mike hat eingekauft. Für das mich und meine Mutter. Das mich nicht. Was sprecht ihr ein? Was hast du getan? Ich wollte das nicht. Ich möchte es jetzt von Olli hören. Stimmt es, dass du nicht schwul bist und mit meinem Mutter nicht geschlafen hast? Natürlich! Ja! Natürlich ist er schwul. Du bist schwul, ne? Ich bin nicht schwul. Sophia! Oh Gott! Was machst du hier? Wir haben es fast geschafft. Habt ihr ja gesagt, der Standesbeamte ist echt.